Dankeschön und grüß euch. Danke, hört ihr mich gut bis da hinten? Alles gut? Ja, ich denke, es ist eindeutig, dass ich hier nicht in meiner amtlichen Funktion spreche, sondern privat. Denn wie manche schon aus den Medien wissen, gegen mich läuft ein Entlassungsverfahren. Das Bundesministerium für Landesverteidigung, für das ich hauptberuflich arbeite, ich war ja früher aktiver Offizier des Bundesheers, bin Juristin auch und strategische Analytikerin. Das Bundesministerium für Landesverteidigung hat bereits ein Entlassungsverfahren eingeleitet, wobei die Personalvertretung zuerst einmal gesagt hat, nein, das lehnen wir ab, weil hier nichts Disziplinar- oder Strafrechtliches von mir verbrochen wurde. Ganz im Gegenteil. Was ist der Grund, läuft da eigentlich im Hintergrund? Es ist das Buch Corona-Diktatur, ein Buch, das weder von den Mainstream-Medien gelesen wurde, noch von politischen Parteien wie den NEOS, die am 19. Juli schon eine parlamentarische Anfrage an die Verteidigungsministerin gerichtet haben, wann wird die Monika Donner endlich entlassen? Und ich denke, hier könnten auch die Beamten der Polizei, die hier anwesend sind, schon langsam mal auf den Gedanken kommen. Danke, dass ihr applaudiert, aber ich meine das nicht negativ. In etwa 50% der Polizisten oder aller Beamten wissen ja, dass es ein absoluter Schwachsinn ist, was in diesem Land abläuft. Sie wissen es. Sie wissen auch, dass die Maske eine absolute Schande für die Uniform ist. Ja? Dass das eine Beleidigung für das Menschenrecht ist. Die Beamten, insbesondere auch die Polizisten, leiden ja selber unter diesen Maßnahmen. Und auch aus diesem Grund habe ich das Buch geschrieben. Und die NEOS haben eben im Juli schon eine Anfrage gestellt an die Verteidigungsministerin, die Monika Donner, wann wird endlich rausgeschmissen, weil die schreibt rechtsextrem und sie schreibt Corona-leugnend. Nein, ich leugne Corona nicht. Ich sage nur, dass alle Maßnahmen verfassungswidrig sind und illegal sind. Ich beweise es auch. Wir haben ja nicht einmal eine Eingriffssituation. Und das wusste man bereits seit Mitte März 2020. Die Daten der Statistik Austria sind eindeutig, auch die der AGES, die Daten vom Robert-Koch-Institut und von der WHO, sie zeigen, dass selbst die irrelevante Reproduktionszahl ja, bereits Mitte März 2020 steil bergab sank. Da konnten die Maßnahmen noch gar keinen Einfluss drauf haben, sondern wie bei jeder anderen Grippe auch, geht die Kurve runter. Punkt. Man wusste auch die Sterblichkeit schon, dass die in etwa 0,1% ist im März 2020. Man hätte nur eins machen müssen, nämlich die Risikogruppen schützen, die waren ja ab Januar 2020 bekannt. Und die Risikogruppen wissen wir auch, wer das sind. Das sind Hochbetagte und, also kumulativ, hochbetagt und gleichzeitig tödlich, also komorbid vorerkrankt, sprich, die wären sowieso an einer anderen Krankheit gestorben. Also hätte es völlig ausgereicht, diese Menschen zu schützen. Das wäre die einzige legale Maßnahme gewesen. Die Beweise liefere ich im Buch Corona-Diktatur im ersten Kapitel. Das zweite Kapitel zeigt auf, dass die Datenbasis, die mit März 2020 gegeben war, nur eines erlaubt hätte, den einzig legitimen Sollzustand, ein liberales Gesundheitsmanagement. Recht hast, die Großen reden bla bla bla, alles gut. Ja, die Kleinen wollen Aufmerksamkeit. Bravo. Und zur Mama, super. So. Das liberale Gesundheitsmanagement ist das Einzige, was diese Regierung hätte machen dürfen. Und dazu hätte gehört, dass man die Bevölkerung wahrheitsgemäß aufklärt. Was kann das Virus wirklich? Wen kann es verletzen? Warum müssen sich die Risikogruppen schützen? Aus, das wäre es gewesen. Man hätte die natürliche Herdenimmunität stärken müssen. Habt ihr irgendwann einmal in den Medien gehört, Leute, geht so viel raus in die Sonne wie nur möglich? Pflegt eure Sozialkontakte? So gut wie möglich, kümmert euch persönlich um die Alten, dass sie nicht allein sterben müssen. Habt ihr das irgendwo einmal gehört, frage ich euch? Nein. Nein, ich auch nicht. Gut. Sie waren ja eingesperrt. Sind ja eingesperrt worden. Das heißt, von dieser Regierung, und aus meiner Sicht ist diese Regierung kriminell, darum habe ich das Buch ja geschrieben.
Und das ist nicht nur meine Meinung, das ist meine rechtliche Beurteilung. Und wenn ich daher sage, dass diese Regierung kriminell ist, dann ist es damit begründet, dass sie Straftatbestände erfüllt. Und die hier anwesenden Polizisten haben das alle gelernt. Jeder Beamte, also hier sind auch einige Beamte, wie ich weiß, im Publikum, ja? Die haben das alles gelernt im Verfassungsunterricht. Wenn Weisungen einen strafrechtswidrigen Erfolg herbeiführen würden, dann hat der Beamte die Weisung abzulehnen. Das ist nicht das Remonstrationsrecht oder die Remonstrationspflicht, wo man nachfragen muss bzw. Bedenken anmeldet. Nein, die Maßnahmen sind so hochgradig verfassungswidrig und die Straftatbestände evident wie Nötigung, Körperverletzung, Amtsmissbrauch und vielerlei mehr, dass der Beamte automatisch die Weisung, die ihm aufgetragen wird, ablehnen muss. Punkt. Das ist ausjudiziert vom VfGH. So steht es im Artikel 20 Absatz 1 BVG, für die, das jetzt nachschlagen wollen, dann zu Hause oder auf der Dienststelle. So steht es im Paragraf 44 Absatz 1 BDG drinnen. Das gilt für alle Beamten, auch für Vertragsbedienstete. So. Und die Bevölkerung hat als Spiegelrecht zur Pflicht der Beamten das Widerstandsrecht. Es würde sogar die Berechtigung haben, aktiv in den Widerstand zu gehen. Ich sage, es genügt völlig das Passive, das Friedliche. Es reicht einfach nicht mehr mitzutun. Wenn das in etwa 10% der Bevölkerung machen, ist Schluss mit dem ganzen Wahnsinn. Und darum appelliere ich an euch, macht es friedlich. Wir gehen jetzt kurz über zum Thema 5G, da bin ich noch ein paar Worte schuldig. Ein kurzer Rückblick zum zweiten Kapitel des Buchs. Die Regierung hätte, wenn ihr wirklich an der Gesundheit der Bevölkerung liegen würde, nicht nur die intensivmedizinische Auslastung verbessern müssen, sie hätte auch 5G die Ausrollung verbieten müssen. Da haben wir eine Parallele. Es wird genau das Gegenteil von dem gemacht, was getan werden müsste. Bei der intensivmedizinischen Bettenauslastung wurde diese sogar verringert. Während der Heißphase der sogenannten Epidemie wurden Spitäler geschlossen, es wurde Krankenhauspersonal in Kurzarbeit geschickt und man hat die Intensivbetten verringert. Also ich sage euch, hier wird absichtlich offenbar oder zumindest grob fahrlässig überhaupt einmal der Eindruck erweckt, dass wir sowas wie eine Notlage haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also entweder liegt hier Blödheit oder Kriminalität vor. Und bei 5G, bei der vollen Ausrollung von 5G, weiß man seit über 20 Jahren aufgrund von 40.000 Studien und mehr, also wissenschaftlichen Studien, dass die EMF, also die elektromagnetische Feldstrahlung von 5G und sogar schon darunter 2G, 3G, 4G karzinogen ist, krebserregend. Über 40.000 Studien, die das beweisen. Wer hier von einer Verschwörungstheorie spricht, ist ein Volltrottel. Denn für eine Verschwörung fehlt es hier am Geheimnis. Es sind Studien von Wissenschaftlern, Tausenden weltweit. Und es fehlt auch an der Theorie, weil es findet praktisch statt. Es ist eine Agenda-Praxis, die hier läuft. Und wir haben drei Kategorien von ignorierten wissenschaftlichen Studien, die der Regierung anzulasten sind. Erstens die allgemein zugänglichen Studien. Zweitens jene Studien, auf die die Regierung indirekt aufmerksam gemacht wurde, unter anderem vom Chef der österreichischen Ärztekammer, der schon im Jahr 2019 ganz offen gesagt hat, 2G, 3G, 4G, karzinogen, bitte passt auf mit dem 5G, was ihr jetzt vorhabt. Und jetzt kommt die schärfste Kategorie, das sind jene Studien, die die Regierungen in Deutschland und in Österreich zwar erhalten, aber ignoriert haben. Auf der Seite parlamentgv.at kann sich jeder anschauen, wurde am 6. März hochgeladen und dem Parlament zur Kenntnis gebracht, die zusammenfassende Studie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ich wiederhole, Akademie der Wissenschaften. Und in dieser Studie werden
24 Studien zusammengefasst von 15 international renommierten Gremien, wovon 6 Studien beweisen, dass die EMF-Strahlung krebserregend ist und auch andere Krankheiten auslöst, Thrombosen, Tumore und so weiter. Wir haben zwischen 5G und Corona haben wir drei Zusammenhänge, drei evidente Zusammenhänge. Erstens an personellen, zweitens an zeitlichen und drittens an inhaltlich-sachlichen. Der personelle Zusammenhang ist, dass die Leute, die Corona-Diktatur verfügen, im Wissen, dass das illegal ist, dieselben Leute sind, die die Volldigitalisierung auf Kosten der Bevölkerung vorantreiben. Das sind dieselben Leute. Kanzler Kurz zum Beispiel, ich hoffe, es ist nicht mehr sehr lange, ja, dieser Typ, ich meine, es ist ja evident, dass der Peter Pilz ein Buch herausbringt, wo jetzt versucht wird, dieses Buch sozusagen vom Markt zu nehmen. Wir haben ja schon wieder virtuelle Bücherverbrennungen. Es ist nicht nur mein Buch. Der Pilz beweist ja in seinem Buch schwere Vergehen gegen die Republik Österreich schon vor Corona durch diese Regierung. Ja? Und wenn man jetzt weiß, dass Kurz, dieser Typ, ja, dass der sich eine Chefberaterin gewählt hat, die Antonella May-Pochtler, eine italienische Unternehmensberaterin, die sich zum Ziel gesetzt hat, Österreich voll zu digitalisieren und die schon vor etlichen Jahren im Standard geschrieben hat, sie will nicht mehr die Demokratie. Sie will nicht mehr die Demokratie. Sie wünscht sich die Distokratie, also eine Mischung zwischen Demokratie und Diktatur. Und das wird im Standard veröffentlicht. Und der Kurz nimmt sich die als Chefberaterin, dann hat er aus juristischer Sicht eine Culpa in eligendo, das nennt sich ein Auswahlverschulden. Wer nachweislich sich jemand als Berater nimmt, der das Land in Richtung Diktatur führen will, ist aus meiner Sicht, hat sich des Verbrechens des Demokratieverrats schuldig gemacht. Das geht in Richtung Staatsstreich. Ich habe bis jetzt den Aufschrei in den Mainstream-Medien nicht wahrgenommen. Habe ich nicht wahrgenommen. Entweder Blödheit oder korrupt oder, keine Ahnung, halbgebildete Drogensüchtige. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja? Ich kann mir das schon langsam nicht mehr anders vorstellen. Die Fakten liegen ja auf dem Tisch. Das ist für eine Juristin wie für mich zum Kotzen. Wir haben jetzt den persönlichen Konnex, wir haben den zeitlichen Konnex. Während dieser Propagandemie, manche sagen Plandemie, andere sagen Blödemie, hat man es vollzogen, Corona, also die 5G-Ausrollung, nicht nur weiterzulaufen zu lassen, sondern sogar zu intensivieren. Die Menschen waren abgelenkt, sie waren abgelenkt mit skurrilen Maßnahmen, sie haben Angst gehabt. Österreich ist eines der Länder weltweit, wo am meisten Widerstand gegen 5G sich auf die Straße begeben hat. Österreich. Und eine Woche nachdem die Österreichische Akademie der Wissenschaften veröffentlicht hat, dass die EMF-Strahlung krebserregend ist, dass man das im Grunde nicht fördern sollte, wird der Lockdown verhängt und mit voller Kraft diese 5G-Ausrollung weitergefahren. Also wer hier einen Zufall ortet, glaube ich, ist mit der Realität nicht sehr gut verbunden. Und jetzt kommt der Gipfel von dem Ganzen. Wissenschaftlich bestätigt inzwischen, es gibt auch einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen den illegalen Corona-Maßnahmen, die ja epidemiologisch völlig sinnlos sind. Die machen und ergeben nur dann Sinn, wenn man weiß, dass jemand in Richtung Diktatur geht, dann machen diese Maßnahmen sehr wohl Sinn. Da ist eine ganz prima Zweck-Ziel-Mittel-Relation. Ja. Auf allen anderen Ebenen epidemiologisch gibt es keine richtige Zweck-Ziel-Mittel-Relation. Das ist doch für jeden Staatsdiener eine Spucke im Gesicht, wenn man sich sowas anschaut, wie diese Regierung arbeitet. Das ist unerträglich. Und der inhaltliche Konnex, der wissenschaftlich fundiert aufgearbeitet ist, man weiß, dass in jenen Gebieten,
wo 5G besonders stark ausgerollt ist, dass genau in diesen Gebieten die relativ höhere Sterberate und die relativ höhere Rate an schweren Fällen gegeben ist. Hier gibt es einen Zusammenhang. Nicht, weil das Virus, wie die WHO richtig, aber trotzdem vertrottelterweise sagt, ja, das Virus reist nicht über die EMF-Strahlen. Nein, das wissen wir ja alle. Ja. Damit macht man ja nur jene, stellt man nur jene als blöd dar, die sagen, hier gibt es einen Konnex. Der Konnex ist der, dass die Strahlung, diese extrem gepulste Strahlung, den Menschen die Luft wegnimmt, vor allem denen, die schon vorerkrankt sind, aus Seattle. Gibt Studien, Seattle, USA, Italien, Spanien, ja, genau die Gebiete, wo die Menschen umgefallen sind, wie die Fliegen, da sind die Lungen kaputt. Da müsst ihr euch im Internet googeln, kann man sie mit wenigen Klicks finden, wie die Lungen von diesen Menschen ausschauen. Die schauen aus wie alte Schurchsäulen, zerlöchert, kaputt, vernarbt. Da sagt jeder Arzt, das hat doch bitte nichts mit einem Virus zu tun. Die Lungen schauen aus, wenn man mal einen Menschen nimmt vom Meeresspiegel und stellt ihn von 0 auf 100 auf den Mount Everest. Oder ein Flugzeug, das in 10.000 Meter Höhe fliegt und der Kabinendruck ist auf einmal wusch, weg oder da. Ja? Also die Lunge wird kaputt. Das ist von Ärzten bestätigt, da gibt es Studien drüber. Das hat mit einem Virus null, nada, niente zu tun. Und wer jetzt noch immer glaubt, dass das ein Blödsinn ist, soll sich bitte nachlesen, im Buch ist eh dann die Quelle drinnen, ihr könnt es im Internet finden, Studie aus Israel, die Hebräische Universität von Israel, da haben über 10 Professoren und Wissenschaftler eine Studie herausgegeben, 5G ist ein Waffensystem. Jeder hier, der einmal beim Bundeswehr war, jeder, der vielleicht Unteroffizier oder Offizier, Feuerlenkoffizier, Feuerleitwaffenoffizier, Radaroffizier oder so, weiß, dass die phasengesteuerten Parallelantennen, die mit 5G aufgestellt werden, dass die genau das darstellen, was man im militärischen Sinn unter Anführungszeichen Gefechtsfeldradar nennt. Diese extremen Strahlenkeulen, die alles durchdringen, dienen dazu, ein Gefechtsfeld zu überwachen. Ja? Das ist schädlich für den Organismus. Das weiß man. Und die Wissenschaftler aus Israel haben diesen Konnex herausgestellt. Es gibt keinen Gegenbeweis. Der kann auch nicht erbracht werden. Und damit haben wir ein lückenloses Bild von personellen, inhaltlichen und zeitlichen Zusammenhang aus wissenschaftlicher Sicht. Unmöglich, dass das ein Zufall ist. Es ist eindeutig ein Plan, der hier vollzogen wird, zum Schaden wesentlicher Teile der Bevölkerung, nämlich jener, die eh schon schwach sind, die vielleicht man wirklich schützen müsste. Und daher haben wir auch hier, insbesondere bei 5G, die Verletzung des Vorsorgeprinzips. Vorsorgeprinzip bedeutet, der Staat hat die verdammte Pflicht, seine Bürger wirklich zu schützen. Und wenn er diese Pflicht ernst nimmt, muss er sich auf die Studien beziehen, die beweisen, dass 5G schädlich sind und hat die 5G-Ausrollung zu untersagen und zu stoppen. Aus, Punkt, Ende. So, wir wissen jetzt aber inzwischen, es gibt keine einzige politische Partei, die uns hier vertritt. Es gibt auch sonst keinen Messias, der hier herunterschweben wird und euch helfen wird, auch mir nicht. Wir sind zur Selbstverantwortung animiert. Die Corona-Krise wirft uns sowieso auf uns selbst zurück. Darum predige ich jetzt schon seit 18 Monaten und darf hier abkürzen. Es geht um die Selbstermächtigung. Erkennen, was schiefläuft, ein positives Bild von der Zukunft gewinnen und positiv danach handeln. Es gibt schon genug Vereine, es gibt schon genug Gesellschaften, für Menschen, die das nicht allein durchziehen, die sich um ein neues Unterrichtssystem kümmern, die ihre Kinder aus der Schule nehmen. Es gibt schon Vereine, die sich untereinander mit Lebensmitteln versorgen. Ich kann auch nur jedem anraten, ich würde keine Panik machen, aber bereitet euch bitte auf ein Blackout vor. Wer auf ein Blackout vorbereitet ist, ist auch für Lieferengpässe vorbereitet. Ganz wurscht, ob sie planmäßig oder unplanmäßig laufen. Bereitet euch vor. Und wenn ihr das alle nicht braucht, seid froh und nehmt es mit auf den nächsten Campingausflug. Ja, genau. Noch was Positives zum Abschluss. Die digitale Diktatur
die diese Narzissten und Psychopathen einführen wollen, werden sie nicht schaffen. Aus dem Aber nicht, weil ich das jetzt sage. Ich bin strategische Analytikerin und habe mich hier mit einigen Offizieren, aber auch mit Experten aus der Privatwirtschaft unterhalten. Denen, also die das vorantreiben wollen, fehlt es am Strom. Wir haben ja jetzt schon eine Blackout-Gefahr nach der anderen. Wie wollen denn die ein World Wide Web oder Grid, wie sie es nennen, ein Smart Grid machen, das lückenlos alles erfasst, ohne zusätzlichen Strom? Die müssten hunderte oder tausende Atomkraftwerke bauen und das passt wieder nicht mit der skurrilen CO2-Agenda zusammen. Ja? Also wir haben es wirklich mit einem Haufen Deppen zum Tun. Also lasst euch nicht einschüchtern. Und ich darf bitte mit einem hochwissenschaftlichen Statement wieder enden. Das hochwissenschaftliche Statement ist in dem Fall von einem sehr erdigen Menschen aus dem Waldviertel, der hat gesagt, scheißt euch nix. Herzlichen Dank, Frau Magistra Donner. Ich glaube, nach dem starken Tobak